Liebe zum Spiel und zu der Bewegung. Das heißt, Drills konzipieren, und da hat Nick in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, Constraints-led Approach, ihm eine grobe Form geben, das sind die 70%, aber die Lösung muss er selber finden. Das sind die letzten 30% der Self-Expression. Wenn wir über Stabilität oder Koordinationstraining reden, ihn in eine Position bringen, wo er 7 von 10 Wiederholungen kann, wo er sich komfortabel fühlt. Aber die 3, oh fuck, damit muss er strugglen und dann muss er das Gefühl bekommen, ich rieche mein Potenzial.